Hallo, mein Name ist Patrick Mazzecchi. Ich bin 51 Jahre alt und lebe seit 1977 in Konstanz am schönen Bodensee. Ich bin in Paris geboren, als Sohn einer Deutschen und eines Italieners. Und nachdem mein Vater schwer erkrankte, beschlossen wir, in das Heimatland meiner Mutter zu ziehen. Mein Vater verstarb im Jahre 1979. Er selbst war Jazzmusiker, seines Zeichens Schlagzeuger, und so bin auch ich in seine Fußstapfen getreten. Aus meiner Leidenschaft wurde eine Berufung und aus meiner Berufung mein jetziger Beruf. Ich bin also ausübender Musiker, gebe Auftritte in Konstanz, aber auch national und international. Und wenn ich dies nicht tue, dann unterrichte ich an der Jazz- und Rockschule Konstanz, aber auch im Musikverein Allmannsdorf und an der Jugendmusik in Kreuzlingen. Das vergangene Jahr habe ich als sehr frustrierend erlebt und es ist auch jetzt noch sehr frustrierend, nicht arbeiten zu können. Selbstverständlich war dies ein Jahr der Besinnung und der Bilanzierung. Das hängt natürlich selbstverständlich auch mit meinem Alter zusammen. Aber so oder so hätte ich mir das letzte Jahr etwas entspannter, etwas fröhlicher und natürlich auch etwas musikalischer gewünscht. Es sind natürlich jede Menge Konzerte weggebrochen. Ich musste zwei Tourneen absagen. Eine davon wurde dann im Herbst kurzfristig nachgeholt. Aber auch Workshops, die angestanden hätten, oder Festivals im Ausland wie Rumänien, Frankreich, Belgien. Das alles war natürlich nicht so schön, aber dank meiner Unterrichterei konnte ich mich einigermaßen über Wasser halten. Ich wünsche mir für die Zukunft und für die Zeit nach der Pandemie, dass wir wieder einen Kulturbetrieb erleben können und wie gewohnt im besten Falle so unkompliziert wie vor der Pandemie wieder Konzerte geben können. Derzeit bleibt es ein Wunschtraum. Denn ich weiß von einigen Veranstaltern, dass sie haben aufgeben müssen. Und ich kann nur hoffen, dass sie entweder wieder die Kraft und auch die finanziellen Mittel haben, von vorne loszulegen oder sich eben bestenfalls neue Türen öffnen. Musik ist nicht nur meine persönliche Leidenschaft, ganz klar. Musik ist aber auch ein Kulturgut, um das es sich zu kämpfen lohnt. Es geht uns alle an. Ohne Kultur ist alles nichts. Das wissen wir. Wir brauchen die Musik wie die Luft zum Atmen. Über meine Aktivitäten könnt ihr euch selbstverständlich über meine Homepage www.manzecki.de informieren oder über meinen YouTube-Kanal. Außerdem gebe ich im Rahmen einer städtischen Förderung zweimal im Jahr Konzerte in meiner eigenen Reihe Jazz im Kulturzentrum.
Es wäre schön, wenn wir uns nach der Pandemie alle wieder sehen könnten. Bis dahin eine gute Zeit, bleibt gesund, bleibt stark und voller Zuversicht.